So, da sind wir auch schon wieder zurück. Nachdem wir hier das Blut des berüchtigten Stiers mitgenommen haben, kann ich jetzt den roten Vorhang entfernen? Ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Ja, du bist ja ein super geübter Matador, Rufus. So, wir haben jetzt die Spritze. Wasser, sauberes Wasser kriegt man doch am besten in der Arztstation. Gehe ich mal, oder hier, in Lonzos Kneipe. Hat der Wasser? Was soll ich noch gleich machen? Es steht alles in dem Rezept. Besorg die Sachen und komm wieder zurück. Ich präpariere derweil die Espresso-Maschine. Alles klar. Wegen des Wassers, da haben wir es. Also das Pulver habe ich, braucht das Wasser. Wegen des Wassers. Lass laufen. Klares Wasser. Klares Wasser? Wo gibt's denn sowas? Höchstens in Legenden. Mein Vater hat mir immer die Geschichte erzählt, wie er damals Kuwak auf einer klaren Wasserader gegründet hat. Ach, dein Vater war genauso ein Schnacker. Wen meinst du denn jetzt mit genauso? Nicht so wichtig. Energiereich. Energiereiches Wasser? Wie kann das gemeint sein? Keine Ahnung. Hanek findet manchmal Batterien im Schrott. Die sind energiereich. Frag ihn doch mal. Batterien. Das Ganze artet langsam echt in Arbeit aus. Hanek arbeitet doch direkt vor der Tür. Hanek! Du wirst schon zu ihm hin müssen. Ein Stress ist das. Ah, schön. Ein Stress ist das. Ich habe eine Flüssigkeit, die einen mechanischen Stier zum Leben erweckt hat. Ja, das ist doch schon mal. Ich schaff das. Ich kann es kaum erwarten. Ja. Ich gehe dann mal zu Tanek. Wir reden jetzt erstmal mit Hanek. Ich finde die Rätsel hier so krank. Also, Hanek, energiereiches Wasser. Hallo nochmal. Hi, Rufus. Genau. Hast du eine Ahnung, wo ich energiereiches Wasser herbekomme? Wir finden öfter mal Batterien im Schrott. Da ist auch eine Flüssigkeit drin. Wir nennen sie Batteriebrause, weil sie so lustig auf der Zunge prickelt. Meinst du sowas? Batteriebrause? Das ist Batteriesäure. Das ist giftig. Oh Mann. Bis bald. Rufus. Genau. Okay, der geile Papagei. Ich habe Hunger. Moment, der wird ausgetauscht, wenn der Gas riecht. Das ist ein Gasvogel. Wir haben Gas. Deinem Papagei scheint es nicht gut zu gehen. Ach du meine Hose. Er ist ja vollkommen ausgenockt. Wie sollen wir denn jetzt erkennen, ob gefährliche Gase austreten? Tja, die Warnlampe geht doch immer als erstes kaputt. Nimm ihn ruhig mit, wenn du willst. So nutzt er mir nichts mehr. Ach geil, jetzt haben wir den Papageien gekriegt. Nice. Was ist das? Betäubter Papagei. Okay. Ich will aber nochmal den Luftballon haben. Wenn das geht. So. Luftballon, Lachgas. Jetzt haben wir wieder einen Luftballon. Und es ist nichts passiert, als wir den Hebel hier weiter umgelegt haben. Ich dachte eigentlich, dass das Ding hier abreißt. Können wir mit dem Baum irgendwas machen? Zahnbohrer am Baum? Besser nicht. Ich könnte ein Stromkabel treffen. Oder ein Wespennest. Oder mein Schulterblatt. Alles schon gehabt. Rufus, wie zum Teufel hast du dein Schulterblatt getroffen? Ahornsirup? Nicht kleckern, sondern klotzen, war schon das Motto meines Vaters. Ich persönlich finde Kleckern gar nicht so verwerflich. Okay. Seziermesser? Können wir da rein? So wird das Messer nur stumpf. Was, wenn ich plötzlich eine komplizierte Herztransplantation durchführen muss? Oh, sag mir bitte nicht, dass das auch noch im Spiel kommt. Die Herztransplantation. Wir brauchen immer noch Seife. Feuerlöscher. Können wir da was von dem Schaum abnehmen? Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Nee, das klappt nicht. Irgendwas müssen wir doch auch mit dem Feuerlöscher machen. Und mit dem Dietrich. Der Dietrich hat hier den Arztschrank aufgemacht. Jetzt haben wir einen Vogel. Können wir jetzt Toni ein Geschenk machen und sie dadurch ablenken? Guck mal, was ich dir mitgebracht habe. Schon wieder ein toter Vogel?
Er ist nicht tot, er schläft nur. Das hast du von der Taube neulich auch behauptet. Das nennt man Kälteschlaf. Es war ein Zeitreiseexperiment. In meinem Kühlschrank? Wo sonst wäre es kalt genug? In deinem Herzen ist ja nicht viel Platz. Keine toten Tiere mehr. Schon gut, dann wecke ich ihn halt. Tu das, aber woanders. Ach, jetzt müssen wir erst den Vogel aufwecken. Wie wecke ich den blöden Vogel auf? Wir pieksen ihn einfach mit dem Dartpfeil. Ich quäle keine Tiere und im Gegenzug helfen sie mir dankbar bei meinen Experimenten. Klar, ich quäle keine Tiere und im Gegenzug helfen sie mir dankbar bei meinen Experimenten. Ja, geht klar. Wie kriegen wir den Vogel wach? Okay. Sieht nicht so aus. Ich brauche immer noch Seife. Ich muss immer noch Toni ablenken, was nicht geht, solange der Vogel schläft. Zum Dorfzentrum, ja. Post ist sowieso geschlossen. Gasse waren wir gerade. Gehen wir doch nochmal Wenzel besuchen. Was konnten wir hier, Wenzel? Die Wünscheroute. Ich brauche Wasser. Wasser kriege ich aus dem Wassertank, oder? Können wir das mit einem Trichter abfüllen? Wo können wir den Trichter anbringen? Nein, hier ist Handarbeit gefragt. Handarbeit. Da läuft jetzt Wasser raus. Wo läuft das denn rein? Nach unten. Die Notrufsäule. Ah, jetzt wird es langsam schwierig. Ich habe eine ganze Menge, aber ich weiß nicht, was ich mit dem Kram mache. Ach, warte, mit dem Dietrich können wir vielleicht das Auto aufmachen. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Auch wenn er das schon sagt, schafft er es eh nicht. Nicht einmal damit? Ist das überhaupt ein richtiger Dietrich? So, wir brauchen immer noch irgendwas. Komm, dann machen wir es jetzt halt mit dem Schweißgerät. Komm her. Aufschweißen, fertig ist. Wenn ich das zuschweiße, bekomme ich es nie wieder auf. Du sollst es ja auch aufschweißen und nicht zuschweißen. Sollen wir noch mal eine Runde auf den Bullen reiten? Na komm, was machen wir? Wie kriege ich diese Blutkongs? Hey, stopp mal! Was genau hast du vor? Ich dachte, ich nehme mir ein paar von diesen Versandcoupons. Dann kann ich meinen Freunden überall auf Deponia offenbar Haken und Bleigewichte schicken, so wie das hier draufsteht. Okay, Punkt 1. Du hast keine Freunde. Du bist ein selbstverliebter Egoist, der sich einen Dreck um andere Menschen schert. Punkt 2. Was in aller Welt bringt dich auf die Idee, du könntest einfach irgendwelche Sachen aus meinem Laden mitnehmen? Du könntest es doch für mich anschreiben. Anschreiben? Anschreiben? Wovon, mein Freund? Willst du das denn jemals zurückzahlen? Oder hast du plötzlich einen Job, von dem ich nichts weiß? Nicht direkt, aber... Ist es denn nicht genug, dass ich dich noch immer bei mir wohnen lasse? Dass ich dich durchfüttere? Und zum Dank muss ich sogar noch den ganzen Müll entsorgen, den du täglich fabrizierst? Warum mache ich das eigentlich? Ich meine, warum mache ich das? Es ist ja nicht so, als wären wir noch... Oh, Himmel, mein Blutdruck. Ich muss meditieren. Einatmen. Sie ist abgelenkt. Ausatmen. Und ab an die Haken. Ah, autsch. Ey. So, jetzt habe ich den Haken. Aua. Guck mal. So eine kleine Wunde und doch so viel Genugtuung. Das heißt, warte mal. Du kleine Ratte! Hast du etwa wieder versucht, Haken zu klauen?
Toni, bitte, ich verblute hier. Wenn auch nur die geringste Hoffnung bestünde, dass du jemals aus deinen Fehlern lernen könntest, würde ich sagen, mach doch. Aber leider hast du einmal zu oft bewiesen, dass du niemals dazu lernen wirst. Also hier, nimm den Apothekenschlüssel und verzieh dich aus meinem Laden. Nice. Apothekenschlüssel. Wenn du nicht immer gleich so meckern würdest, würde ich vielleicht auch mal zuhören. Ja, wir haben den Apothekenschlüssel. Nice, jetzt geht's los. Haben wir auch einen Haken gekriegt? Und wir haben den Haken gekriegt. Können wir den jetzt da festmachen? Sehr gut. Jetzt haben wir den Luftballon mit Haken und Apothekenschlüssel. Jetzt erst mal schnell an die Apotheke ran. Mal gucken, was da drin ist. Ich bin gespannt. Pflaster sind ja alle, also verbluten wir da trotzdem. Tut mir leid, aber wenigstens können wir noch schnell sehen, was in der Hausapotheke drin ist. Beruhigungsmittel. Und ansonsten? Nichts. Toll. Narkotikum. Kriege ich damit den Vogel zufällig wieder wach? Nein, ich glaube nicht. So, aber ich hatte ja von vornherein eine Idee mit dem Luftballon und den Haken. Das müssen wir jetzt mal ausprobieren. Wie kriege ich dann den Luftballon und den Haken? Das könnte die Schornsteinklappe offen halten, um das Ballons immer nur nach oben steigen. Warte, das ist der Schornstein. Ah, jetzt müssen wir oben an den Ofen. Jawohl. Den Luftballon in den Ofen stecken. Ah, sehr gut. Irgendwie war das nicht so witzig, wie ich dachte. Es wird besser, keine Panik. Weil jetzt machen wir das Wasser an und dann überfluten wir seinen Keller. Ah ne, warte, erstmal muss ich gegen das Rohr treten. Ach, das ist durch die Klappe aufgehalten worden. Nice. So, ne, jetzt überfluten wir sein Badezimmer. Oder die Küche, oder Wenzels Haus, ins Badezimmer. Da passiert nichts. Schon wieder aus, das Wasser. Das ist natürlich doof. Na komm. Aber wir wollen das ja kaputt machen hier, damit der Keller überläuft. Damit Wenzel zufällig im Keller eine Wasserader findet. So wie es so schön gesagt hat. Und dann gehen wir wieder hoch. Oh, wieder raus. Beeil dich, Rufus. Ich will die Wasserader freizaubern. Ah, das sieht besser aus. So. Jetzt hat er den überschwemmten Keller. Der arme Wenzel. Sein zartes Herz wird brechen, wenn er merkt, dass die Quelle in seinem Keller nicht echt ist. Schnell, bevor ich es verpasse. Ja, dann mal hin da. Machen wir den Wenzel kalt. Warte, Wenzel ist nicht da. Wenzel? Ich bin hier unten. Komm schnell. Du wirst es kaum glauben. Der arme Wenzel denkt noch immer, er hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur eine Überschwemmung im Keller. So ein Pech. Was ist denn los, Wenzel? Ich habe eine Wasserader gefunden. Weißt du, Wenzel, freu dich lieber nicht zu früh. Manchmal denkt man, man hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur... Moment mal, das ist ja tatsächlich eine Wasserader. Unglaublich, nicht wahr? Ich bin reich. Aber das kann doch gar nicht sein. Das verdanke ich nur dir, beziehungsweise der Wünschelrute deines Vaters. Du bist ein wahrer Freund. Weißt du was? Du hast mit mir geteilt und jetzt teile ich mit dir. Wirklich? Natürlich. Und zwar diesen glücklichen Moment des Triumphes. Lass ihn uns zusammen genießen. Hörst du auch dieses Knirschen? Es sind nicht meine Zähne. Aha, ich bin reich. Nice. Wir wollten eigentlich nur den Keller überschwimmen, aber er hat sogar noch eine Quelle. Haben wir irgendwas, um die Quelle abzufüllen? Da, ich sehe es ganz genau. Steine. Und da schwimmt ein toter Käfer. Klares Wasser. Na komm.
Das können wir mit einem Trichter in den Luftballon füllen. Das muss nicht umgefüllt werden. Umgefüllt. Ich muss den Trichter erst irgendwo reinstecken. In Toni. Toni kann immer einen Trichter gebrauchen. Egal, wo du den jetzt da reinstecken willst. In den Dorfkern. Jetzt kommen wir mal zum Bürgermeister. Weil jetzt ist Wenzel weg. So, Lotti. Dann sag mir mal, dass ich jetzt dran bin. Hallo, Lotti. Du schon wieder? Bin ich jetzt endlich dran? Im Augenblick ist Wenzel noch beim Bürgermeister. Danach sind die Nummern 63 bis 65 dran. Nee, die 63 bis 65 sind doch schon weg. Lass dich nicht aufhalten. Wenzel ist noch da. Wir haben Narkotikum. Dann machen wir doch mal Toni bewusstlos mit dem Narkotikum. Die Frage ist, ob sie das einfach so entgegennimmt. Darf ich dir einen Schluck anbieten? Nein, danke. Darauf falle ich garantiert nicht rein. Nicht nochmal. Ach, schade, Toni. Das Narkotikum. Ich brauche jetzt einen Behälter für das Wasser. Wir haben klares Wasser. Warte, können wir nicht mit dem Schwamm das klare Wasser aufnehmen? Oder zumindest das matschige Wasser, ist ja egal. Wir müssen ja nur die Scheibe sauber machen. Schwamm, Wasser. Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Ach man, die Wünschelrute. Ha, jetzt können wir sie mitnehmen. Was machen wir damit? Ich will mit... Jetzt haben wir eine ganz tolle Wünschelrute. Und ich weiß nicht, was ich damit anstellen soll. Trichter, Wünschelrute. Können wir unsere eigene Quelle damit finden? So. Ich bin gerade am Überlegen. Wir könnten dem Vogel ein paar Federn ziehen. Ich quäle keine Tiere und im Gegenzug helfen sie mir dankbar bei meinen Experimenten. Ja, ja, klar. Tierquäler. So, wir haben den Pfeil. Ich brauche klares Wasser. Fürs klare Wasser brauche ich einen Behälter. Ich brauche noch elektrisiertes Wasser. Dafür brauche ich eine Batterie. Wo finden wir eine Batterie? Wahrscheinlich im Auto. Um ans Auto ranzukommen, brauche ich immer noch Seife. Gott! Wieso ist es hier in diesem Spiel so schwierig, Seife zu finden? Kann ich hier noch irgendwas machen? Nein, außer auf die tolle Klinge zu drücken. Warte mal. Geil, wir können Betäubungspfeile machen. Ich bin tödlich, wie ein Pfeilgiftfrosch, aber cooler. Ein Pfeilgift-Geheimagent. Ein Pfeilgift-Geheimagent. Präparierter Dartpfeil. So, Toni. Jetzt weiß ich auch, was wir mit dem Fenster machen sollen. Auf geht's. Zu Tonis Laden. Jetzt geht's Eine los. Eine wunderbare Idee. Fehlt nur noch das Blasrohr. Ach, jetzt brauche ich das Blasrohr. Der Trichter würde ein hervorragendes Blasrohr abgeben. Ich hab mir fast gedacht. Tatsache. Blasrohr. So, Toni, du kriegst jetzt einen Pfeil mit Betäubungsmittel. Au! Was zum? Ein Dartpfeil? Gleich? Und? Ach. Was rege ich mich eigentlich so auf? Strike! Okay, und Tonis Drogenexzesse sind dann auch das Ende dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao!